Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück hier bei Steel Rising. Wir machen uns auf den Weg zum Palais de Luxembourg. Ja, da würde ich schon mal sagen, gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Wow, okay, fängt schon mal ganz komisch an hier. Keine Ahnung, was er macht oder was seine Mission ist, aber wir werden es, denke ich mal, erfahren. Alter, was ist los mit ihm? Wir werden es, denke ich, erfahren. So, er ist schon mal weg. So, das war ein schöner Double Hit. Wunderbar, so lobe ich mir das. Dann würde ich sagen, geht's hier erstmal nicht mehr weiter und wir nehmen diesen schönen Weg. Und irgendwas. Wow! Will uns da ans Leder. Was sollte das denn? Da greift er einfach hinterrücks an. Haben wir denn da noch was? Da oben. Loot, loot, loot. Nö, gar nichts. Okay, totaler unnützer Gegner. Oh. Haben wir auch wieder irgendwas zu picken. Okay, den kriegen wir jetzt relativ schnell drauf. Ja, eigentlich habe ich gehofft, nicht mehr getroffen zu werden. Oh, was ist denn mit dir los, mein Freund? Aber immerhin. Ah, ah, das ist er. Das ist unser, ja, Boss vom Steg, so gesehen. Okay. Der will uns hier also ein bisschen Stress bereiten. Aber das kann er ganz schön vergessen. Und gibt uns auch direkt einen Bronzebarren. Sehr schön. Da ist noch einer. Wir müssen sowieso in die Richtung. Aber erstmal holen wir die Teile mit. Ja, die Kiste habe ich gesehen. Holen wir auch sofort. So, vielleicht gibt es ja hier mal wieder was Neues zum Anziehen, Freunde. Ja, liebe Freunde, das ist leider nichts. Auch wieder alles schwächer. Keine Ahnung, warum wir am Anfang so gute Sachen bekommen und jetzt so ein Rotz quasi. So, der gibt auf jeden Fall Bronzebarren, wie es aussieht. Dann nehmen wir uns das doch mal mit. Bronzebarren sind halt echt gut und Gold wert. Wunderbar. Ah, okay. Hat er jetzt leider nicht gegeben oder gegönnt. Schade. Verbesserte Sprenggranate. Okay, die ist aber wahrscheinlich gut. Kannst du mal aufhören? Da. Damit, dankeschön. So, wunderbar. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Da hängt schon mal einer. Der hängt da einfach rum, um uns zu sagen, dass wir hier rein müssen wahrscheinlich. Sehr schön. Weiter geht es. Was genau finden wir hier? Oder finden wir was, aber da können, müssen wir mal gucken, ob wir da hinspringen können. Ja doch, das passt. Wunderbar. Verbesserte Brandgranate. Okay, schön. Fällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, ich habe auch einen Double Hit gehofft. Also der eine ist echt ein bisschen nervig, der Gegner hier vorne. Boah, Alter. Haut er einfach seine Kumpels um.
Okay, den dicken haben wir schon mal weg. Oh, haben wir alle weg. Sehr schön. So lobe ich mir das. Da liegt es. Gut. Das haben wir sehr gut gemacht. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir jetzt relativ zügig beim Palais sind. So, die Passage hier noch. Ah. Mal hier auch wieder so ein paar Leute ohne Fahrschein. Sehr schön. Ah, jetzt will ich noch ganz kurz gucken, was es hier noch gibt. Hey, da wollte ich hoch. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier rein zu gucken. Ja. Nein, dafür reicht es, glaube ich, noch ein... Achso. Komm her. Ja. Hab nichts gesagt. So, viel Spaß. Alter. Was ist hier schon wieder kaputt? Schon sagen, er müsste ja eigentlich auch hochkommen. Ah, tut sich aber, glaube ich, noch ein bisschen schwer hier mit dem Hochlaufen. Gut. Eule. Was geht? Schon wieder. Au. Der macht böse, böse Aua. Jetzt nicht mehr. So, damit haben wir auch ihn klein bekommen. Was erwartet uns hier? Gar nichts. Okay, cool. Absolut nutzlos einfach. Ohohoho. Was stimmt denn mit ihm nicht, Alter? Kommt der da einfach runtergesprungen und haut uns eine von Dötz? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was hat der für eine Range? Ja, okay, hat auf jeden Fall ein paar Leute gerufen. So. Autsch. So, mit dem machen wir erstmal schnell einen Prozess. Um uns ganz nur auf ihn konzentrieren. So. Wunderbar. Wunderbar. Hier müssen wir hoch. Dann sollten wir ja so langsam mal beim Palais ankommen. Da hinten wollen wir hin, okay. Ich kann sagen, das sieht doch machbar aus. Das sieht doch aus, als müssten wir hierher. Oh je. Ja, krasser Sprung. Hier kommt dieses Jump and Run endlich mal zum Vorschein. Was heißt endlich? Ich finde es nicht so geil, dass wir es machen müssen. Aber wir haben ja auch keine andere Wahl, ne? Haben wir noch was? Ja, mal wieder ein Safe Place. Weiter geht's. Oh. Da
Das hier sieht mir sehr nach aus. Das hier sieht mir wirklich sehr danach aus, dass es gleich interessant wird. So, irgendwo hier. Irgendwo muss hier jemand sein, der ganz, ganz böse ist und stark. Frage ist wo. Das gefällt mir nicht, Freunde. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wie das hier aussieht, sind wir in verdammt großen Schwierigkeiten. Ja, genau, so einer. Mhm. Prima. Da können wir. Ja, ich muss sagen, die Granaten sind ganz gut. Autsch. Junge. Okay, das war ein bisschen gecheased mit den Granaten. Okay, nach diesem doch recht einfachen Bosskampf geht's weiter zum Palais. Ja, so kann man es auch machen. Also Granaten sparen und werfen. Ich mag diese Gegner nämlich absolut nicht. Schon als 0815 Standardgegner nicht und als Boss dann schon dreimal nicht. Ganz einfach. Ja. Okay. Wir sollten fast da sein. Zumindest gehe ich mal davon aus. Okay, cool. Nicht cool, Leute. Okay. Aus. Aua. Was soll denn das? Junge. Aber wirklich. Du auch noch ohne Fahrschein. Sehr schön. Können wir ändern. Fahrschein zur Hölle. Okay, hier rum wäre ja auch zu. Okay. Nevermind. Nichts gesagt. Take it or leave it. Dankeschön. Wer sich nicht wehrt, hat Pech gehabt. Ich hab keine Ahnung, was dieses Spinnvieh hier machen soll. Angeblich. Und wow, hart ausgewichen. Was blockt der denn einfach hier? Was ist denn los mit ihm? Du sollst doch sterben. Dankeschön. Da soll der kaputt gehen und dann blockt er fünfmal hintereinander. Was stimmt denn nicht mit ihm?
Ich glaube, das hier ist nicht der Palais de Luxembourg. Nein, Herr Kisses. Versuch was wert von dem Vieh, aber nein. Einfach nein. Yo! Udi, was ist los? Dankeschön. Ah, die großen fallen wenigstens schwer. Das muss man auch sagen. Die fallen tief und schwer. Hier die Musik spielen, den Viecher gehen ja echt hart auf den Keks, gell? Keine Ahnung, wofür man die braucht, aber ich brauche sie nicht. Wir machen weiter einen flinken Fuß. Um hier mal über kurz oder lang zum Palais zu kommen.